Wenn das so ist, wie Sie sagen, es gibt eine ausgestreckte Hand, was macht Berlin damit? Der Mann, der jetzt hier im Studio ist, der weiß das vielleicht, weil er hat sein Leben lang der Diplomatie verschrieben und die Hälfte sozusagen davon auch in den Vereinigten Staaten verbracht. Also wie blickt er auf dieses Jahr 2024? Was glaubt er, wie dieses Jahr enden wird? Herzlich willkommen. Hier ist der ehemalige Botschafter Deutschlands in Washington und der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Hallo, Herr Ischinger. Herr Ischinger, wir beginnen mit den Vereinigten Staaten. Sie nennen die USA Ihre zweite Heimat. Ein halbes Jahrhundert waren Sie regelmäßig da. Austauschschüler in den 60er Jahren, Student in Harvard in den 70er Jahren, Botschaftsmitarbeiter in den 80er Jahren und dann eben 2001 bis 2006 Botschafter. Wann waren eigentlich die Vereinigten Staaten von Amerika für Sie besonders toll? Eigentlich immer. Also am tollsten war es für mich in meiner Schüler- und Studentenzeit, weil Sie Schüler sowas, und Student waren. Sowas Tolles, dass man als Student in Harvard sozusagen auf Augenhöhe mit berühmten Gästen aus Europa oder aus Washington reden konnte, das hatte ich an der deutschen Uni so nicht erlebt. Also, aber das war jetzt sehr persönlich. Und die Vereinigten Staaten so als Land, oder wenn Sie es mal mit heute vergleichen, also wenn Sie heute auf die Vereinigten Staaten von Amerika blicken, tut Ihnen das weh, Ihre zweite Heimat? Ja, was mir wehtut, ist diese immer weiter auseinandergelaufene Polarisierung. Also als ich junger Botschaftsmitarbeiter in 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war, da war das vollkommen üblich, dass ein republikanischer Senator mit seinem demokratischen Kollegen nach heftigem Streit im Plenum anschließend unter Umständen mit Ehefrauen zum Golfspielen ging. Mhm. Und dass sie anschließend am Wochenende sich auch getroffen haben. Das findet heute ja alles nicht mehr statt. Es sind zwei verfeindete Lager und das schwächt schon den inneren Zusammenhalt der amerikanischen Regierungsfähigkeit dramatisch. Und die wildesten Ausbrüche haben wir ja erlebt mit Donald Trump, der berühmte 6. Januar und solche Dinge. Das finde ich wirklich fürchterlich, dass es so weit überhaupt gekommen ist. Und dieser Mann könnte möglicherweise wieder ins Weiße Haus einziehen, beziehungsweise erst einmal Präsidentschaftskandidat der Vereinigten, also der Republikaner in den Vereinigten Staaten werden. New Hampshire heute Nacht, eigentlich der Ort, wo Nikki Haley hätte gewinnen müssen. 54% für Trump, 43% für Sie. Ist das für Sie jetzt, für Nikki Haley, ist das für Sie gesetzt, dass Donald Trump damit der Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist in diesem Jahr? Also ich glaube, da führt kaum noch ein Weg dran vorbei. Mhm. Aber ich glaube, Frau Herrmann hat vorhin einen absolut richtigen Punkt gemacht. Wenn Nikki Haley nun auch in ihrem Heimatstaat South Carolina in 2 oder 3 Wochen ein anständiges Ergebnis einfahren kann, dann ist sie für die Zeit nach Trump gesetzt. Die Numero uno der Republikanischen Partei. Die Rolle kann ihr dann eigentlich niemand mehr nehmen. Und die ist in der Tat noch jung genug, um noch 10, 15, 20 Jahre politische Karriere vor sich zu haben. Also die ist ein Hoffnungsträger, insbesondere auch für diejenigen in der Republikanischen Partei, die sich tatsächlich, ohne das laut zu sagen, nach einem weniger burschikosen und weniger mit Gerichtsprozessen überzogenen Präsidentschaftskandidaten sehnen. Und die gibt es ja auch. Und vielleicht auch einen weniger gefährlichen Kandidaten. Wir haben ja gerade die Stimme aus den USA vorhin zitiert. Da ging es um einen Diktator, Donald Trump. Dies ist das, was Donald Trump selber zu diesem Thema gesagt hat. You are promising America tonight. You would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. I'm gonna be, you know, he keeps, we love this guy. He says, you're not gonna be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one. Meint er das ernst, glauben Sie? Ich würde das nicht. Als Joke nehmen. Aber jetzt mal angenommen, er würde das ernst meinen. Wie viel Schaden, sage ich jetzt mal, könnte ein US-Präsident in einem Tag anrichten? Ich glaube, weniger als wir fürchten. Ich teile die Meinung, die vorhin auch schon geäußert wurde. Das amerikanische System ist nicht so brüchig, wie manche denken. Das hat schon viele Stürme, einschließlich eines Bürgerkriegs, eines furchtbaren Bürgerkriegs überlebt. Die Senatoren und die Abgeordneten
haben ihre eigene Würde und ihre Rolle. Und dann gibt es auch noch den obersten Gerichtshof. Also ich glaube, dieses amerikanische System ist nicht angesichts von Donald Trumps diktatorischen Anmutungen dabei, in sich zusammenzufallen. Aber es ist diesmal ein vorbereiteter Donald Trump. Also Donald Trump 2, sagen alle, wäre anders als Donald Trump 1, weil beim ersten Mal hat er gar nicht damit gerechnet, dass er Präsident wird. Jetzt wird er aber erst recht Präsident mit einem Programm. Also Sie sind immer noch zuversichtlich, erstens, der wird es nicht. So haben Sie es am 1.1. gesagt. Nee, ich bin jetzt nicht mehr ganz so sicher, dass es nicht wird. Okay. Ich glaube, das ist jetzt offen, zunehmend offen. Ich teile die Hoffnung, dass es am Schluss nicht wird, weil ich bin zwar nicht der Meinung, dass wir in Panik verfallen sollten angesichts einer Perspektive Trump, aber die Welt wird nicht enden. Man darf sich beispielsweise daran erinnern, wenn wir über die Ukraine reden, es war nicht Obama, es war nicht Joe Biden, der die ersten tödlichen Waffen an die Ukraine geliefert hat. Es war die Trump-Administration, die berühmten Javelin, diese Anti-Tank-Waffen. Also die Welt wird nicht enden mit der Wahl von Donald Trump. Aber was mich besonders besorgt macht, ist natürlich, dass wir haben jetzt schon relativ viel Zeit gehabt, um uns darauf vorzubereiten. Viel Vorbereitungszeit der Europäischen Union, viel Vorbereitungsarbeit hier in Deutschland habe ich bisher nicht gesehen. Und in der Tat, wie Sie sagen, Trump wird, wenn er zum zweiten Mal ins Weiße Haus einzieht, natürlich viel besser vorbereitet sein als beim ersten Mal. Und deswegen haben wir jetzt auch eine Chance. Wir haben die Riesenchance, diese nächsten 10 Monate zu nutzen, um mit den Trump-Beratern, Mitarbeitern, republikanischen Senatoren das intensivste Gespräch zu führen, was überhaupt möglich ist, damit die verstehen, dass Europa tatsächlich für die USA trotz China und so weiter enorm essentiell, existenziell wichtig bleibt. Der Haken dabei ist, es gibt ja einen Präsidenten, der heißt Joe Biden. Sie kennen ihn persönlich, sind ihm häufig begegnet und Sie sind auch noch Diplomat. Das heißt, Sie wissen, wie schwierig es ist für die Bundesregierung jetzt quasi an Joe Biden vorbei mal mit den Trump-Leuten zu reden. Oder das muss doch irgendwie kompliziert sein. Ich glaube, das kann man erklären. Okay. Also ich habe zur Kenntnis genommen, dass Emmanuel Macron kürzlich Friedrich Merz zum Mittagessen eingeladen hat. Da ist die deutsche Demokratie oder die Ampelregierung auch nicht zerbrochen drüber. Das muss, gar nicht mitgekriegt. Das muss sein. Okay. Das muss sein. Und ich glaube, jeder vernünftige amerikanische Regierungsmitarbeiter, jeder demokratische Führer, Joe Biden insbesondere, wird verstehen, dass wir nicht den Fehler wiederholen, den wir damals gemacht haben, als wir alle, ich auch, glaubten, Hillary gewinnt das leicht. Und mein Nachfolger Peter Wittig, der damals Botschafter geworden war in Washington, musste, also ich will es nicht übertreiben, aber der musste quasi mit null Kontakten am Tag nach der Wahl anfangen, mal auf den Klingelknopf zu drücken, um zu gucken, ob im Weißen Haus mal einer aufmacht. Okay. So darf es nicht sein. Wir müssen schon die Kontakte haben zum National Security Advisor, zu den diversen Beratern und zum engeren Umfeld von Trump. Und das werden die Demokraten verstehen, dass wir, diese Vorbereitungsarbeit auf einen möglichen Regierungswechsel machen müssen. Unserem und im gemeinsamen Interesse. Sie haben zwei Stichworte genannt, die ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Das erste ist die Sicherheitspolitik, auf die kommen wir gleich. Und das zweite ist die Ukraine. Hm. Also, was macht die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn Donald Trump Präsident wird, mit der Ukraine? Er hat ja einmal gesagt, er würde diesen Konflikt, diesen Krieg zwischen der Ukraine und Russland innerhalb von 24 Stunden lösen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat genau das jetzt aufgegriffen und Folgendes gesagt. Donald Trump, I invite you to Ukraine, to Kyiv. So if you can stop the war during 24 hours, I think it will be enough to come. Ja. Ja, auch das ist typisch Trump, 24 Stunden. Typisch, aber sagen wir es doch mal so, angenommen, er kommt ins Amt, wie wäre denn die Lösung von Trump für diesen Krieg? Naja, ich glaube, er würde als erstes, er mit seiner Erfahrung von vier Jahren, er würde Putin anrufen. Und wir sagen, lass uns mal treffen.
toll. Oder wir reden übers Telefon. Wie können wir dieses Problem lösen? Und da ist natürlich eine echte Gefahr, denn Wladimir Putin ist nun seit inzwischen 23 Jahren, der ist mit allen Wassern gewaschen. Und wir haben ja auch erlebt, damals vor 5 oder 6 Jahren, wie Donald Trump wirklich auf dem Glatteis ausgerutscht ist, also bildlich gesprochen, also versucht hat, den nordkoreanischen Diktator sozusagen über den Tisch zu ziehen. Das ist grässlich misslungen, da ist überhaupt nichts passiert. Und da müssen ihn dann hoffentlich seine dann im Amt befindliche Berater so stützen, dass er da keine krassen Fehler aber macht. Aber es könnte schon auch schlecht für die Ukraine dann ausgehen, weil Trump vielleicht einen Deal macht, der für die Ukrainer nicht gut ist. Also die Sorge, die gibt es in der Ukraine, selbstverständlich, die gibt es. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch die Ukraine schlau genug ist, in den kommenden Monaten, vielleicht nicht unbedingt öffentlich, das Gespräch mit Trump und seinen Leuten zu suchen, um ihm zu erklären, die Lage ist anders, als Sie, Präsident Trump, das letzte Mal Präsident waren. Da gab es nämlich noch keinen großen Angriffskrieg und da waren noch nicht 300.000 Leute gestorben. Und jetzt geht's tatsächlich um die Wurst im wahrsten Sinn und damit indirekt auch um ureigenste amerikanische Interessen, nämlich das amerikanische Interesse, präsent zu sein in Europa, sich nicht von Russland aus Europa herausdrücken zu lassen. Das versteht auch ein Donald Trump, die Sprache der Macht. Was passiert denn bis zu dieser Wahl im November? Weil es ja immer, also es gab jetzt Davos, da hat die Ukraine zusammen mit der Schweiz eine Friedensinitiative starten wollen. Wir haben jetzt gehört, es gibt ein Treffen zwischen dem Schweizer Außenminister und eben dem russischen Amtskollegen. Haben Sie das Gefühl, der Druck vor diesen Wahlen jetzt zu einer diplomatischen Lösung ist gestiegen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das passiert? Also es würde mich nicht wundern, wenn Joe Biden als der amtierende Präsident angesichts dieses Wahlkampfs zunehmenden Druck verspüren sollte aus seinem eigenen Lager. Herr Präsident, können Sie vielleicht die Dinge so schaukeln, dass im Herbst, im August, im September, unmittelbar vor der Wahl, Sie dem staunenden amerikanischen Volk verkünden können, ich habe jetzt einen Friedensprozess für die Ukraine zumindest gestartet, eingeleitet, an den Horizont gemalt, wir sind im Gespräch. Das Gleiche gilt übrigens natürlich auch für die Sache Gaza in gleicher Weise. Das ist etwas, was er noch lösen muss, aber es könnte auch sein, dass Herr Putin einfach wartet, ob Donald Trump nicht gewinnt, weil der ruft ihn ja dann an. Das würde ich in der Tat auch vermuten. Also ich glaube, wir müssen uns insgesamt Trump hin, Trump her, darauf einstellen, dass aus dem Kalkül, das im Kreml vorherrscht, eine Kompromisslösung, egal welcher Art, für die russische Seite erst vorstellbar ist, wenn die wissen, wer sitzt jetzt im Weißen Haus. Wenn Trump gewinnt, könnte ja neues Spiel, neues Glück sein. Und dann wären wir schlecht beraten, uns vorher mit Joe Biden vielleicht auf irgendeine Abmachung einzulassen, die hinterher vielleicht für uns vorteilhafter werden könnte. Eine gute Perspektive für 2024. Jetzt kommen wir zur deutschen Sicherheitspolitik oder deutsch-europäischen. Sie haben Joschka Fischer gerade gehört, der atomare Schirm für Europa. Sind Sie da mit ihm einer Meinung? Müssen wir das jetzt machen? Müssen also ich glaube, Europa ich glaube, man aufrüsten für den Fall, dass die Amerikaner sagen, uns interessiert das nicht mehr? Ja, wir müssen unbedingt das tun. Aber die Frage ist, wie genau? Und da steckt der Teufel im Detail. Deutschland, das will ich einfach noch mal ganz klar sagen, weil das nicht jeder weiß, Deutschland hat sich zweimal amtlich, völkervertragsrechtlich verpflichtet, ein nicht-nukleares Land zu sein und zu bleiben. Das erste Mal bei der Unterschrift unter den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag in den 70er Jahren. Das zweite Mal erst vor kurzem sozusagen mit dem 2+4-Vertrag 1990. Wir sind also wir würden, wenn wir anfangen würden, über die sogenannte deutsche Bombe überhaupt nachzudenken, würden wir unsere Glaubwürdigkeit, auch unsere nicht verbreitungsfähige Glaubwürdigkeit, völlig aufs Spiel setzen. Deswegen finde ich die Sprache, die Joschka Fischer benutzt, also was Europäisches, die finde ich nicht verkehrt. Nur auch da steckt der Teufel im Detail. Wie soll denn bitte schön eine europäische nukleare Einsatzform, wie soll das aussehen? Wenn wir dann bedroht sind, sollen die 27 Staats- und Regierungschefs sich zu einer Sondersitzung treffen und entscheiden, ja, wir setzen jetzt die Nuklearwaffe ein? Sondern? Unvorstellbar. Also das nukleare
Potenzial ist nur dann abschreckungsfähig, wenn es in den Händen einer Person ist. Und das ist dann eben der französische Präsident und der britische Premierminister, der ist ja auch in der NATO. Aber ist nicht mehr in der EU. Den braucht man nicht in der EU. Also um abzuschrecken, reicht das britische Potenzial, wenn man das gemeinsam mit Frankreich so koordiniert, dass es eine zusätzliche Abschreckungswirkung produziert. Also ich sehe die Aufgabe, dass die Bundesregierung, und das ist vorhin ja auch angesprochen worden, endlich die seit langem ausgestreckte Hand von Emmanuel Macron mal annimmt. Der hat übrigens Anfang dieser Woche bei dem Trauerakt für Wolfgang Schäuble. Genau dieses Angebot noch einmal, ja, zum größten Teil in deutscher Sprache wiederholt. Das war ja eine ergreifende Rede. Und Wolfgang Schäuble hat selbst in einem seiner letzten Stücke davon gesprochen, dass wir in diese Richtung denken sollten. Und Sie glauben, das macht die Regierung jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was für ein schönes Schlusswort, Wolfgang Ischinger, dass ich das mal von Ihnen hören kann. Ich habe keine Ahnung. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Herzlichen Dank für diesen Blick in dieses wilde Jahr, Wolfgang Ischinger.